Ja, hallo liebe Leute und herzlich willkommen zurück zu meinem kleinen Nebenprojekt F1 2012. Wie gesagt, hier seht ihr nochmal meine Zentrale. Ich werde, wie schon im zweiten Rennen in Malaysia gehabt, einfach das Training wieder rauslassen. Und ja, ich werde mich dann wieder mit dem Qualifying zurückmelden, beziehungsweise mit dem Ergebnis des Trainings. Also Leute, bis gleich. Ja Leute, herzlich willkommen zurück. Wie besprochen, nun das Ergebnis des Trainings. Und zwar, ja, ihr seht es, ich bin auf dem unglaublichen ersten Platz gelandet. Das war wirklich eine, ja, wie soll ich sagen, gnadenlos perfekte Runde. Also da kann ich mich nicht beklagen, aber ich habe diese Runde halt auch kein zweites Mal so gut hingekriegt. Und ja, im Vergleich zeige ich euch mal, Daniel Ricciardo ist nur auf Platz 18 mit einer 1,44,8, 3,3 Sekunden Rückstand. So, aber nun, jetzt wird spannend, denn jetzt kommt der Regen. Nur nochmal so als kleine Info, Training war trocken, Qualifying soll wirklich richtig krass schütten und Rennen soll wieder trocken sein. Deswegen bleibt auch mein Trocken-Setup. Oh, es ist ja noch gar nicht nass, okay. Das heißt, jetzt so schnell wie möglich raus, eine gute Runde in den Asphalt pressen. Werde 14. oder besser, ja, ich hoffe, dass wir das erreichen können. Die Mechaniker haben an der Kurvenstabilität des Autos gearbeitet. Du solltest eine leichte Verbesserung bemerken. Alles klar, genau, das sollte ich euch auch noch sagen, denn ich habe, ja, ein... Feucht. Mach dich mit den Bedingungen vertraut, bevor du anfängst zu pushen. Ja, feucht? Naja. Ja, wie gesagt, ich habe, so einen kleinen Entwicklungstest machen müssen. Und ja, deswegen... ja, was heißt deswegen? Deswegen hat halt genau gerade auch das gesagt, dieses, ja, wie heißt's hier, Entwicklungsbla. Irgendwie, ich sollte halt 3 Runden hintereinander, eine gewisse Zielzeit absolvieren. Boah, Alter, okay. Genau, eine gewisse Zielzeit absolvieren und ich durfte dann halt kein Kers benutzen. So, ich wollte jetzt aber hier mal... Fernsehsound ein bisschen lauter machen. Oh, Alter. So. Ja, ich hoffe... Nein, das kommt in der Aufnahme nicht durch. Und ich habe auch eigentlich meines Wissens nach den Kommentar ein bisschen lauter gestellt, weil der auch wirklich ein bisschen leise war. So. Hier seht ihr jetzt mal so die ersten Eindrücke von der Strecke. So. Okay, aber hier, das ist... Nein! Scheiße! Shit. Du hast den Frontflügel verzögert. Ja, genau das sollte eigentlich nicht passieren. Dass ich mir da den Frontflügel weghaue. Ja, das ist jetzt ärgerlich, aber es ist sehr nass, das muss ich schon mal sagen. Die Reparatur des Autos hat uns etwas zurückgeworfen. Gut, den Reifensatz können wir aber auf jeden Fall nochmal nehmen. Nur jetzt machen wir mal eine fliegende Runde, bitte. Alter Schwede. Also da hat es mich nochmal schön rauskatapultiert. So, und es regnet noch ganz leicht, tröpfelt noch ganz leicht. Auf jeden Fall schon mal gut, dass ich hier freie Fahrt habe. Also so sieht es zumindest aus. Boah, Alter, okay. Ja, jetzt lenkt doch. Mensch, Bub. Scheiß Assistenthilfe hier. So, okay, ich merke hier auf jeden Fall... dass man hier sehr aufpassen muss. So, deswegen werden wir jetzt hier mal gucken, dass wir hier mal eine gute Runde hinbringen. Jetzt erstmal wirklich einen auf Safe. Also, nichts so unnötig riskieren. Weil, wie gesagt, hier, genau deswegen habe ich gesagt, nichts unnötig riskieren. Einfach mal hier eine Runde in den Asphalt brennen. Alter, das kannst du ja fast nicht mit Trockenreifen fahren hier. So. Also da untersteuern, übersteuern, alles mit dabei. So, ja, hier. Alter, ich komme hier nicht um die Kurve, Mensch. So. Und ihr wollt mir hier sagen, dass das Bedingungen für Trockenreifen sind.
Also wie gesagt, es scheint auf jeden Fall noch die Sonne. So. Alter. Nee, Alter, das kannst du nicht. Also ich schaffe das jetzt hier nicht mit trockenen Reifen. Aha, einer ist auf Intermediate draußen. So. Aber das willst du doch hier nicht wirklich mit trockenen Reifen machen, ey. Das funktioniert nicht, Jüngen. So. Hier, ich gehe nur leicht aufs Gas. Hier, zack, und wieder gedreht. Alter. So. Nee, so machen wir das schon mal nicht. Ich kann nur auf Intermediates rausfahren. So, lass mal das hier jetzt probieren. Okay, die Strecke ist frei und wir sind bereit. Jetzt nochmal kurz gucken. Ja, Intermediate hier, Ricciardo. Und drei können auch auf Intermediate. Aber wir gehen auf die Strecke fliegende Runde. So, jetzt sollte es aber schon mal wieder besser gehen, hoffe ich doch. Dass du problemlos die nächste Session erreichen wirst. Mach nicht zu viel Druck. Ja, mach nicht zu viel Druck, das sagst du jetzt so einfach. Wir müssen jetzt auf Trockenreifen wechseln. Wir verlieren zu viel Zeit. Wir verlieren gar nichts an Zeit, denn das ist kein Wetter für Trockenreifen. Wie man eben gesehen hat. So. Natürlich habe ich jetzt den Vorteil vom DRS überhaupt nicht. Das ist mir schon klar. Aber vielleicht kriegen wir auf jeden Fall mal jetzt eine einigermaßen gute Runde hier hin. So. Naja, fühlt sich auf jeden Fall schon mal besser an. So. Auch wenn der hier jetzt zu weit rausgeht. So. Ja, ist doch gar nicht mal so schlecht jetzt. 6/10 erster Sektor. Der eigentlich bis jetzt immer mein Paradesektor war, aber gut. So. Nur jetzt die Kurve hier wird richtig kritisch. So. Und die danach folgende hier auch noch. Hier richtig schnell zu sein. Und ihr seht schon, die hinter mir haben richtig gut aufgeschlossen. Ja, und der zweite Sektor passt gar nicht. Der zweite Sektor passt überhaupt nicht. Ja, als es mich halt weggedreht hat. Das war mein Fehler. Da hätte ich einfach eine saubere Runde auf Trockenreifen hinlegen sollen. Weil jetzt, das ist ja hier... wie ein Ritt auf der Kanonenkugel. Aber der hat, glaube ich, Trockenreifen. Klar, und der hat jetzt DRS. Nein, der hat auch Intermediates drauf. Aber Alter, was der für eine Topspeed hat. So, hier ist einer ganz langsam hier vor mir. Mensch. So, das ist Alonso. So, wer ist jetzt hinter mir? Raikön, Alter, da hat sich alles angestaut. Ja, ich weiß. Ich hasse es. Ich hasse diese erste Kurve bei Nassem, ist die richtig behindert. So. Alter Schwede. So. Aber hier, wie soll man diese Kurve hier bitte schön schnell fahren hier? Daniel belegt Platz 4. Ja, und das auch nur, weil er einfach direkt am Anfang gefahren ist. Nee, hier kann ich einfach nicht früh aufs Gas. So, oh, alter Schwede. Boah. Da, oh, Alter. Na super.
Ich sehe schon, nach der ersten Session wird hier aus sein. Weil ich einfach die Zeiten hier nicht hinkriege, die KI fährt. Jawohl, und jetzt sehe ich nicht mehr. Ja, und ich komme auch nicht ran. So, willst du mich verarschen? Ja, komm, da lasse ich jetzt mal Abstand. Nee, ich lasse mal auf Standard, weil ich wahrscheinlich eh kein Benzin gleich mehr habe. 3 Runden habe ich noch Benzin. Naja, gehen wir nochmal auf Fett. So, und jetzt probieren wir es noch einmal. Ja, der Ausgang war auch schon wieder nicht ganz perfekt. Du liegst in allen 3 Sektoren hinter der Bestzeit. Ja, ist klar. So, vielleicht jetzt auch mal hier ohne einen Quersteher in dieser ersten Kurvenkombination hier durchkommen. Genau. Und hier wieder ein bisschen mit Gas rausbeschleunigen. So sieht das doch gut aus. Die Reifentemperaturen sind optimal. Bei diesen Bedingungen funktionieren die Reifen perfekt. Genau. So, 6/10 Vorsprung haben wir jetzt. Ja, genau, und das ist das Problem. Hier kann ich halt einfach nicht mit Vollspeed hier durchfahren. Es funktioniert halt einfach nicht. So wie die KI das tut. So. Hier bin ich halt nur am Rumrutschen und was weiß ich. So. Und irgendwie habe ich das Gefühl, dass die Strecke sich von Runde auf Runde verschlechtert. Und das war der Kerb. Das war der Kerb. So. Na komm, fährst auch noch vorbei. Genau. Ja. Jetzt habe ich mal auf Mager gestellt, dass er die Runde hier noch ausrollt. Alter, nee, ich komme da einfach an die Rundenzeit nicht dran. Ich bin aber zurzeit noch 18. So. So, und jetzt nochmal auf Fett, bitte. So, letzte Kurve nochmal gut erwischen. So. Und wieder mit Kers voll raus beschleunigen. So, 1 Minute 30. Das wird jetzt mein letzter Versuch werden. Es hört gleich auf zu regnen. Sobald sich eine trockene Linie abzeichnet, solltest du die Reifen wechseln. Ja, ist gut. So, hier langsam aufs Gas. So. Boxenstopp. Ja. Die Reifen müssen nur noch durchhalten. Das Benzin. Nur die eine Runde auf Fett. So. So. Das war auch schon wieder zu weit raus. Alter, hier und das, nee, das funktioniert nicht. Nee, das funktioniert nicht. Da bin ich komplett unterlegen. Nee. Ich kann zurück zur Garage gehen und, ja, kurzes Qualifying heute. Sehr, sehr kurzes Qualifying. Es lief nicht so toll. Du belegst Startplatz 18. Ja, und hinter mir die hohe Konkurrenz, würde ich jetzt mal sagen. Wie Lewis Hamilton, Fernando Alonso, Felipe Massa, Michael Schumacher und Romain Grosjean. Und erster, alter, Ricciardo ist eiskalt Vierter geworden. Maldonado erster. OMG, sage ich dann nur. Ja. Gut, ich bin halt eben nicht in das Q2 gekommen. Aber ihr habt es gesehen, das ist einfach, ja, unmöglich. Ja, man kann man nicht ändern. 14. oder besser, leider verfehlt. Natürlich jetzt unsere Statistik aufrechtzuerhalten und vor dem Ricciardo immer zu sein.
Es wird natürlich jetzt leicht schwer, wenn der von 4 startet. Hoffen wir, dass der. Ja, natürlich hofft man es, fürs Team hofft man es nicht. Es ist selbstverständlich nichts Neues, dass die Teams auch während der Saison versuchen, ihre Autos zu verbessern. Dies ist auch bei Toro Rosso der Fall. Neuesten Meldungen zufolge wird das Team beim Rennen in Schein mit einem neuen Aerodynamikpaket an den Start gehen, dass das Auto schneller machen soll. Ja, hoffe ich jetzt mal.